So, hier ist der Modellkranich, die mein ungewisses Schicksal ereilen wird. Wir müssen dann in die Richtung. Ja, lass, pack mal kurz an. Also dieser Flieger, ist erst mit dem Arm runter. Dieser Modellkranich wiegt 15 Kilo, glaube ich. Ist das richtig? Richtig. Warte, warte. So. Okay, hier wird in die Vorbereitung. Ich muss mal einmal drehen. Gleich wird es ein bisschen lauter. So, Sicherheitsvorkehrungen sind auch getroffen. Für das menschliche Leib und Leben ist gesorgt. Halt mir da runter. Nee, das sind Häuser. Ja, da runter meine ich. Genau. So, und ich... So. Du besorgst mir gleich ein anderes Feuerzeug, Tobias. Boah. Wir bereiten uns vor fürs Einnässen allgemein. Natürlich der Wiese. Löschmittel aus der Dose. Das sind und schwöre, damit du mir nicht in Brand gerätst gleich. So, der Probelauf. Mit dem, ich weiß nicht, also das soll 15 Kilo wiegen, das Flugzeug, aber das sieht deutlich schwerer aus, was er da auf der Schulter hat. Ich sehe nichts. Kannst du mal runter ein bisschen? Kannst du mal die... Ja, so ist gut. Was ist denn da so hell da hinten? Das ist das Haus. Aber sonst ist okay. Und der Flug simuliert... Hallo! Können wir jetzt mal weiterfilmen? Ach, filmen wolltest du? Ja, geh mal gut. Weg jetzt aus der... Ja, okay, ihr müsst Probelauf machen, damit das geschmeidig... Halt! Warte! Jetzt passiert's. Ranzoomen. Kravum! Das ist aber das Problem. Da dürfen wir nicht reinknallen. Wir müssen hier reinknallen. Der Flieger muss hier quer. Also nochmal. Also die gefühlten 50 Kilo, wir erhöhen das Gewicht jetzt mal, müssen nochmal bewegt werden. Ja, ist ja schön. Wunder, dass der abstürzt bei dem Gewicht. Nee, nicht da rein. Nee, hier, muss hier vor. Nee. Der soll vor hier, soll hier liegen. Da soll er liegen. So. Dann stellt doch die Fässer ein bisschen auseinander. Komm ein bisschen zurück. So, und jetzt, genau. Auf den Flügel. Nee, ist doch okay. Oder? Also es macht ja auch was her, wenn hier Flammen aus hier rauskommen eben und rum, so. Genau. Also das sollte man schon ein bisschen sehen. Du fliegst hier vorne rein und der steht hier so ein bisschen quer. So, weil hier schlagen überall Flammen raus nachher. Den soll man mitlöschen. Vorne müssen die Flammen rausschlagen. Dann mach mir hier mal einen Steinhaufen, dass die Kinder aufregen. Nee, der soll ja gerader. Weißt du, so. 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 So, genau, so soll er liegen. Und da kommen ja Flammen raus, da kommen Flammen raus, hier, da kommen Flammen raus gleich. Das Ding ist eh aus Stahl. Nein! Sieht man dem Gewicht gar nicht an. So, dann machen wir nochmal von da ab. Hier rein, du gehst hier runter. Nee, du hüpfst, kannst ruhig runterhüpfen. Oder da einen Schritt da drauf und dann kommst du hier und dann knallst du da hin. Jungs, der Löschteich hat aber wenig Wasser heute. Ja. Das wird aber klapp mit dem Löschen. Genau. Da ist er, der Modellkranich. Hinten nicht, weil ich musste das hinten umschweißen. Und dann ist er hinten hochgekippt. So. Ich mache jetzt direkt an hier. Ja, warte, dann muss ich aber erstmal das Kamera wechseln.
3 Hotel, engine failure, we are continuing with North. So, den schönen Flieger noch bestücken. Keine Schokoladenriegel, den muss man schon häufiger fester knicken. Da, der Pilot kriegt auch noch Futter. Hier, also hier drin. Hier. Noch weiter, da hinten noch rein. Noch eins. Ah, kein Stress. Der Flieger muss auch noch ein bisschen warm werden. Da. Hier auch. Und im Flieger nochmal. Die sind super, die Dinger. Thompson 253 Hotel, engine failure, we are continuing with North. Scheiße, Benzin ist er nicht. Thank you.
Thema Wurfweite, ne? Oh, so Weitwinkler. Oi. Respekt. Geil, ne? Kannst du nichts gegen sagen. Geil. Wie so ein Gletscher hier. Suchst du was, René? Ja, meine Stückplatten. Wasser soll Wunder wirken.